Ja, liebe CDU, der Antragstext ist bereits vor 4 Tagen der CDU-Fraktion und der sportpolitischen Sprecherin zugegangen. Sie hatten also 4 Tage Zeit, sich mit uns in Kontakt zu setzen. Ich habe gestern mehrfach Mitglieder Ihrer Fraktion angesprochen, auf das Thema angedeutet und auch sozusagen die Wichtigkeit, die zumindest ich diesem Antrag beimesse, deutlich unterstrichen. Man hätte sich also auch damit beschäftigen können. Dass er nicht in den Ausschüssen behandelt wurde, liegt daran, dass wir als Dissidenten bis gestern noch nicht in den Ausschüssen waren und dass dieser Vorgang natürlich schon länger andauert, sodass er nicht in den Ausschüssen behandelt werden konnte. Meine Damen und Herren, ich möchte einmal kurz vorlesen, was in dem Antrag steht. Da steht drin, wenn man ihm zustimmt, der Stadtrat knüpft die Zuwendung von 1 Million an die Erwartung. Also nicht der Stadtrat fordert oder der Stadtrat stellt eine Bedingung. Nein, er knüpft die Zuwendung von 1 Million. Wir geben 1 Million ab und er knüpft es an die Erwartung, dass die Nachwuchsförderung in Zukunft auch Mädchen inkludiert. So, wir haben heute gehört, was haben wir das gehört bei Herrn Krüger, bei Herrn Schulze, die ein Nachwuchsleistungszentrum, ein super Nachwuchszentrum, Nachwuchs, 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 ersetzen Sie jedes Mal Nachwuchs mit Jungs. So, das heißt nicht ein Jungs- und Mädchen-Nachwuchszentrum, es heißt ein Nachwuchszentrum und dafür geben wir 1 Million Euro aus. So, und wenn jetzt die Linke auch noch sagt, nein, das ist der völlig falsche Platz, das ist der absolut richtige Platz, denn wir knüpfen hier diese Millionen, die wir geben, knüpfen wir an die Erwartung, dass sich was verändert. Und danach geht es weiter, der zweite Satz. Dynamo Dresden wird die Möglichkeit eingeräumt, einmal im Jahr mit dem Sportausschuss in Diskussion zu treten. Da heißt nicht, die müssen kommen, das heißt nicht, die müssen liefern bis zu. Das heißt einfach nur, wenn die Lust haben, mit dem Sportausschuss darüber zu reden, sodass also Verein und Politik Hand in Hand gemeinsam irgendwie etwas in diese Richtung machen können. So, ganz konkret, wenn man das heute ablehnt, heißt das, jeder, der diesen Antrag ablehnt, heißt, er knüpft die Gabe von 1 Million öffentlichem Geld nicht an die Erwartung, dass jemals in diesem Trainingszentrum Mädchen Fußball spielen können. Und wenn das gewollt ist, dann heben Sie wirklich die Hand für Nein. Dankeschön.